Das Wort hat nun Nicole Gohlke für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über eine Viertelmillion Menschen streikten und demonstrierten im Juni 2009 für bessere Bildung. Ihr Slogan war damals Geld für Bildung statt für Banken, weil sie sich dagegen wehrten, dass ein Milliardenrettungspaket für Banken über Nacht ermöglicht wurde, gleichzeitig aber angeblich kein Geld für Bildung da war. Ein Jahr später, wieder werden Rettungspakete im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro geschnürt, diesmal für verschuldete Euro-Länder. Aber nicht etwa, dass die Bevölkerung der in Not geratenen Staaten etwas davon hätte. Nein, das Geld fließt wieder an die Banken, bei denen sich die Staaten verschuldet haben. Gestern waren erneut 70.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Eltern und Lehrkräfte auf der Straße, weil die Gründe für die Proteste auch ein Jahr später nicht aus der Welt sind, weil sie sich im Gegenteil noch verschärft haben. Zwar verspricht die Bundesregierung und Frau Schawan, dass die Bildung der einzige Bereich sei, der von ihren rigiden Sparplänen ausgenommen werden solle. Dabei scheint die Regierung jedoch zu vergessen, dass die Finanzierung der Bildungsprojekte alles andere als sicher ist. Nahezu alle Projekte sind Bund-Länder-Programme und die Länder sind, auch übrigens dank der Schuldenbremse der Großen Koalition, quasi pleite. Statt sicheren Bildungsinvestitionen, von denen Sie reden, haben doch im Gegenteil viele Länder bereits den Rotstift gezückt. In Hessen sollen die Hochschulen 30 Millionen Euro einsparen. In Bayern, Herr Spänle, wurden die Zuschüsse für die Studentenwerke um ein Drittel gekürzt. Die Universität Lübeck steht vor der Schließung. In Sachsen ist mittelfristig der Abbau von 4.500 Lehrerstellen geplant, trotz steigender Schülerzahlen. In NRW gibt es in diesem Jahr 7.600 Ausbildungsplätze weniger als im Jahr zuvor. Und selbst die Mini-Erhöhung des BAföG um 2% scheint den Ländern zu viel. Das ist doch die Realität in diesem Land. Und das, Herr Meinhardt, ist dann Ihre Bildungsfreiheit vor Ort, die Sie so preisen. Die Regierung hat versprochen, in den nächsten Jahren 12 Milliarden zusätzlich in Bildung und Forschung zu investieren. Schauen wir uns das einmal genauer an. 12 Milliarden in 4 Jahren, das macht 3 Milliarden im Jahr. Die Hälfte davon fließt allerdings in die Forschung und nicht etwa in die Bildung. Und die Wahrheit ist, dass dank des Kooperationsverbotes von diesem Geld keine einzige Lehrkraft, keine einzige Betreuungskraft neu eingestellt werden wird. Im Gegenteil, bei denen, die das Geld am nötigsten brauchen, kommt kaum etwas an. An den Hochschulen sollen mit dem nationalen Stipendienprogramm nur die vermeintlich besten Studierenden, mit der Exzellenzinitiative nur die besten Hochschulen unterstützt werden. Die chronische Unterfinanzierung allerdings besteht weiter, für die Sie die Verantwortung tragen, indem Sie die Haushalte der Länder in Not gebracht haben und indem Sie sich selbst mit dem völlig absurden Kooperationsverbot die Möglichkeit genommen haben, einzugreifen. Wenn Sie jetzt betonen, dass Schülerinnen und Studierende von den Sparplänen ausgenommen sind und damit letztlich Ihre brutalen Kürzungen bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, bei den Arbeitslosen und Familien rechtfertigen, dann ist das einfach nur zynisch. Wenn Sie wirklich nicht wissen, woher Sie mehr Geld für Bildung bekommen können, ich habe ein paar Vorschläge für Sie. In Würzburg gibt es ja den berühmten Aldi-Süd-Hörsaal und das wird dann als sehr großzügiger und mildtätiger Akt gepriesen, dass Aldi diese Spende getätigt hat. Aber wussten Sie, dass die beiden Aldi-Brüder zusammen ein Vermögen von rund über 32 Milliarden Euro haben? Und das sind nur 2 von vielen Milliardären in Deutschland. Ich sage Ihnen, mit einer ordentlichen Vermögenssteuer könnten da noch sehr viele Hörsäle gebaut und instand gesetzt werden. Es könnten sehr viele Lehrkräfte eingestellt werden, ohne dass bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst oder bei den Hartz-IV-Bezieherinnen und Beziehern gekürzt werden müsste. Ich denke, Ihr Versuch, die Betroffenen gegeneinander auszuspielen mit der Gegenüberstellung Bildung oder Sozialleistungen, der wird scheitern. Vielen Dank.